Wenn der Rahmen in allen drei Dimensionen korrekt positioniert ist, kann man rangehen und mit weiteren Linien sozusagen das Grundgerüst vervollständigen. In dieser Phase der Modellierung muss man genau darauf achten, dass jeder Eckpunkt der einzelnen Linien an der richtigen Position steht. Denn nur die korrekte Positionierung aller Eckpunkte entscheidet über das Aussehen der endgültigen Grundform. Die nächsten Schritte sind reine Fleißarbeit. Es geht nämlich darum, die einzelnen Eckpunkte horizontal zu verbinden und so eine Gitternetzstruktur zu schaffen. Um dieses Gitternetz zu verfeinern und gleichmäßiger zu gestalten, existieren in den 3D-Programmen Hilfsmittel, zum Beispiel Entspannen und Glätten. Durch das gleichzeitige Markieren und Verschieben von mehreren Flächen kann man die Aussparungen für die Scheinwerfer schaffen. Ist das Gerüst dann fertig, können wir eine Oberfläche auf das Gitternetz legen. Wir sehen hierbei, dass der Kotflügel selbst noch recht grob wirkt. Durch weitere Verfeinerung des Gitternetzes und die anschließende Anwendung des Hilfsmittels Kanten abrunden sowie der Auflegung einer besseren Farbe wird der Kotflügel schon recht ansehnlich. Da die Vorgehensweise für alle anderen Fahrzeugteile gleich ist und die Beschreibung, deren Modellierung dieses Video sprengen würde, setze ich nun die bereits fertig modellierten Teile einfach zusammen. Grob geschätzt betrug der Gesamtaufwand für die Modellierung des Fahrzeugs ca. 30 Stunden. Wem der Aufwand hierfür zu hoch ist, im Internet gibt es eine Vielzahl von Webseiten, die sich ausschließlich dem Handel von 3D-Objekten und Texturen widmen. Die meisten Modelle kosten zwar ein paar Euro, aber viele werden auch kostenlos angeboten. Und wenn man mal so ein 3D-Modell hat, kann man einiges damit anfangen. Nun, wie kommt nun aber ein 3D-Modell in den Film? Am Beispiel einer 3D-Kanne möchte ich Ihnen das nun einmal verdeutlichen. Zuerst wählt man ein Foto oder einen Videofilm als Hintergrund für die jeweilige Ansicht, die gerendert werden soll. Wählt man zum Beispiel einen Videofilm als Hintergrund, so wird beim Rendern jedes Bild des Videofilms mit dem aktuellen Bild der vorderen 3D-Szene zusammengefügt. Nun positionieren wir unser 3D-Modell in der Szene. Achten Sie mal darauf, dass man nur schwer die genaue Position und Größe der Kanne im Verhältnis zum Hintergrund bestimmen kann. Dazu wirkt die Szene sehr unwirklich. Das liegt einfach daran, weil bis jetzt noch keine Licht- und Schatteneffekte in der Szene vorhanden sind. Und jetzt denken Sie einmal genau nach. Wie kann ein Computermodell einen dreidimensionalen Schatten auf die Straße eines nur zweidimensionalen Bildes werfen? Es hängt sozusagen ja nur an der Wand. Die dritte Dimension, nämlich die Tiefe, fehlt ja. Und genau hier arbeiten wir mit einem Trick. Wir positionieren nun ein Spotlicht direkt über der Teekanne und verwenden einen langen, breiten, aber dünnen Quader sozusagen als Boden für unsere Teekanne. Den Quader richten wir nun nach dem Hintergrund aus. Der Boden, die Teekanne und das Licht bilden die eigentliche 3D-Szene. Das Hintergrundfoto ist tatsächlich nur eine zweidimensionale Fläche. Man kann sich das am besten vorstellen, wenn man an ein Plakat denkt, das im Hintergrund aufgestellt ist. In einem sogenannten Materialeditor kann man 3D-Objekten Farben oder Texturen zuordnen. So haben wir unserer Teekanne eine türkise Farbe und dem Boden eine graue Farbe zugeordnet.
Achtung, und jetzt kommt der Trick. Wir wählen nun das Material Schatten-Mattheit aus und ordnen es dem zweiten Farbfeld zu. Jedes Objekt, das dieses Material nun zugeordnet bekommt, wird unsichtbar. Die Schatten allerdings bleiben erhalten, wie diese Einstellung zeigt. Und jetzt wird es interessant. Wir ordnen das Material dem Boden zu und rendern das Bild. Als Ergebnis sehen wir nun den Schatten auf der Straße. Nun sieht man auch die genaue Position und Größe der Teekanne im Verhältnis zum Hintergrundbild. Richtig interessant werden 3D-Objekte aber erst dann, wenn sie animiert werden. Auf einer Zeitleiste, bei der jeder Teilstrich einem Frame bzw. einem Bild entspricht, schieben wir den Regler auf Position 100, was bei 25 Bildern pro Sekunde einer Gesamtanimationslänge von 4 Sekunden entspricht. Anschließend gehen wir in den Modus Auswählen und Drehen und bekommen in jeder Dimensionsansicht den Drehpunkt des jeweils ausgewählten Objektes mit einem Kreis angezeigt. An Reglerposition 100 drehen wir nun das Objekt um 360 Grad. Wir wechseln jetzt noch in den Modus Auswählen und Verschieben, bekommen statt dem Kreis Verschiebepfeile angezeigt und verschieben das Objekt etwas nach hinten. Nun lassen wir die einzelnen Bilder von Zeitleistenposition 0 bis Zeitleistenposition 100 automatisch rendern und speichern das Ergebnis in einer AVI-Datei. Das Programm war dabei so intelligent und hat die 360-Grad-Drehung sowie die Verschiebung auf die 100 Frames aufgeteilt. Als Ergebnis sehen wir eine sehr flüssige Animation. Dabei hat sich die Teekanne natürlich nicht über die Straße bewegt, sondern über unseren künstlichen Boden. Wir haben praktisch den Boden unsichtbar gemacht, und nur der Schatten, der von der Teekanne auf den Boden geworfen wird, wird auf das Hintergrundbild übertragen. Die gesamte Animation hat praktisch nur in der 3D-Szene stattgefunden und hat mit dem Hintergrundbild eigentlich nichts zu tun. In der Hoffnung, dass ich Ihnen nun einige Grundkenntnisse in der Erstellung von 3D-Modellen vermitteln konnte, möchte ich mich nun an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse an diesem Beitrag. Auf Wiedersehen!